In den letzten 12 Monaten habe ich über 100 Oberstufenschüler persönlich gecoacht und heute möchte ich euch mal meine Erfahrungen daraus mitteilen. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute möchte ich euch mal meine Erfahrungen aus meinen ganzen persönlichen Coachings, die ich jetzt in den letzten 12 Monaten auch durchgeführt habe, machen. Ich meine, hier auf YouTube haben die Videos ja mittlerweile über 3 Millionen Menschen gesehen. Aber natürlich ist das ein sehr, sehr indirekter Kontakt und eigentlich nur ein Kontakt, wo ich dir was in der Kamera sage und dann seht ihr das. Ja, und hinter den Kulissen, sage ich mal, habe ich jetzt mittlerweile bald ungefähr grob 100 Oberstufenschüler wirklich persönlich betreut, sei das in Form von einer Reihe, sei das in Form von unserem Abiturcoaching, sei das auf welche Form auch immer. Und damit meine ich jetzt wirklich nur auch Leute, die wirklich auch bei uns was gebucht haben, wo es wirklich eine intensivere Auseinandersetzung mit denen war. Wenn ich jetzt mit jemandem mal kurz telefoniert habe, so zähle ich das jetzt nicht. Ja, also wirklich Leute, wo ich wirklich weiß, was waren wirklich tief im Kern ihre Probleme, wie heißen die, aus welchem Bundesland kommen die, wo wollen die hin und die ich dann eben auch über einen gewissen Zeitraum von Tagen, Wochen, teilweise Monaten wirklich auch persönlich intensiv auch mit meiner eigenen Zeit einfach betreut habe. Und da merke ich dann natürlich ein paar Muster. Ja, ich weiß, jeder hat für sich immer so ein bisschen das Gefühl, kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, so das Gefühl, ja, so wie es bei mir ist, so ist es bei niemand anderen. Ja, und was ich einfach ganz stark feststelle, was ich auch immer wieder jedem Einzelnen sage, im Prinzip haben wir alle die gleichen Probleme. Das gilt grundsätzlich schon mal für uns Menschen alle, ja, aber gerade natürlich auch, wenn man, wie ich zum Beispiel, sich nur mit Oberstufenschülern auseinandersetzt und dann auch noch nur mit Oberstufenschülern, die einfach ein möglichst gutes Abitur auf eine möglichst geile Art und Weise erreichen wollen, dann ist es relativ klar, dass man da im Prinzip einfach immer wieder auf die gleichen Probleme stößt. Ja. Und das ist eigentlich auch schon so meine allergrößte Erkenntnis, die ich euch mitgeben kann. Und zwar ist es die, dass egal welches Problem du gerade hast, ja, da draußen gibt es hunderte, tausende Oberstufenschüler, die genau das gleiche Problem haben. Ja? Deswegen, egal was es ist, so, ich kann ja die ganzen Probleme mal droppen, um die es die ganze Zeit geht und du wirst dich sofort da auch, sag ich mal, in der Hinsicht auch wieder selbst wiedererkennen. Du hast morgens manchmal Probleme aufzustehen. Du weißt nicht genau, wie du richtig lernen sollst. Wenn du von der Schule heimkommst, bist du einfach müde und du hast irgendwie das Gefühl, verdammt, ich kann mich nicht an die Hausaufgaben sitzen. Wenn du mal an die Hausaufgaben sitzt, bist du die ganze Zeit vom Handy abgelenkt. Manchmal schaffst du vielleicht auch das Ganze ganz gut zu lernen, weißt aber dann nicht genau richtig, boah, verdammt, jetzt habe ich in der nächsten Woche irgendwie 3 Klausuren, wie soll ich mir das denn richtig einteilen? Du hast vielleicht manchmal ein Problem mit deinem Lehrer, hast vielleicht Prüfungsangst, was weiß ich. Du kriegst manchmal schlechte Noten raus und weißt ja nicht genau, wie du damit umgehen sollst. Oder du schreibst die ganze Zeit gute Noten, hast aber trotzdem Angst, dass du irgendwann mal schlechte Noten schreiben willst. Ja? Das sind genau diese Themen, um die es bei mir in den Coachings auch einfach die ganze Zeit geht. Und dementsprechend sei dir bewusst, gerade wenn ich davon jetzt mehrere Probleme angesprochen habe oder ein paar wenige ganz besonders, dann ist das eigentlich schon wieder ein Beweis. Ja, ich kenne ja dich persönlich, außer du bist einer meiner Coaching-Teilnehmer, dann hallo an dich. Aber ansonsten kenne ich dich ja nicht, wenn dann maximal aus den YouTube-Kommentaren. Und trotzdem weiß ich ganz genau, welches Problem du hast. Ja, und das zeigt ja schon, dass ich nicht, dass ich ein Hellseher bin, sondern einfach es zeigt, dass die Probleme, die immer wieder aufkommen, eigentlich immer die gleichen sind in einer gewissen Zielgruppe und eben auch wenn man zu den Menschen gehört, die das gleiche Ziel verfolgen. Ja? Und deswegen kann ich mich auch so gut in euch hineinversetzen, weil ich war genau die Person, ja, die ihr derzeit seid. Ihr seid alle derzeit in der Oberstufe und versucht, möglichst gutes Abitur zu erreichen. Das habe ich auch versucht. Und ich bin durch Tiefen gegangen, habe viele Dinge dazugelernt und kann euch die jetzt eben auch weitergeben. Ja, und deswegen seid euch einfach bewusst, egal welches Problem ihr habt, es kann ein schlimmes Problem sein, ja, aber nur weil es ein schlimmes Problem ist, heißt das nicht, dass es nicht gelöst werden kann. Ja, das ist ja zum Beispiel auch, warum YouTube-Videos so vielen von euch helfen und natürlich auch, warum unsere Coach-Teilnehmer so gute Ergebnisse haben. Weil es gibt eigentlich mittlerweile keine Frage hinsichtlich Oberstufenabitur, die ich noch nicht gehört habe. Ja, also nur mal so als Beispiel, damit ihr euch da auch so ein bisschen die Ausmaße vorstellen könnt. Allein in 2018, ich will es für 2019 gar nicht nachzählen, ich habe das in 2018 mal für mich selbst aus Interesse so ein bisschen durchgeführt, habe ich ungefähr über 10.000 YouTube-Kommentare und Instagram-Nachrichten beantwortet, rund mit allen Fragen hinsichtlich Oberstufe und Abitur.
und das waren jetzt nur YouTube und so weiter, da sind noch gar nicht persönliche Coachings und so weiter involviert, da ist es kein Wunder, dass es keine Frage mehr gibt, die ich nicht schon mal gehört habe, und dass es eigentlich auch kein Problem mehr gibt, was ich nicht schon mal für den Oberstufenschüler gelöst habe. Ja, deswegen auch da, seid euch bitte bewusst, weil das ist mir so, so wichtig, dass ihr versteht, egal welche Realität ihr euch erschaffen wollt innerhalb der Oberstufe. Und damit meine ich beispielsweise, wenn du jetzt gerade schon sehr gut Noten schreibst, aber du bist gestresst, dass du verstehst, ja, es ist möglich. Menschen, die genauso sind, die genau in der gleichen Lage sind wie du, die haben, weil sie beispielsweise die richtigen Strategien mitbekommen haben, haben auf einmal weiterhin die geilen Noten, aber keinen Druck mehr. Ja? Oder wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich stehe so auf 2,6, 3,0, ich bin nicht so glücklich damit, vielleicht bist du auch mit 2,1 nicht happy, ja? Dann kann es trotzdem sein, dass du dann für dich vielleicht auch einfach merkst, so, hey, ich bin damit nicht zufrieden, ich will das verbessern. Ja, auch da gibt es so viele Leute, die standen auf 2,6, stehen jetzt auf 1,7. Ich selbst stand vor meinen eigenen Abi-Prüfungen, wenn du alles zusammenrechnest und nicht streichst, stand ich nur auf 2,1, weil mir am Anfang der Oberstufe niemand erklärt hat, wie es funktioniert. Deswegen meine 11. Klasse, also mein erstes Jahr in der Oberstufe, so super schlecht war. Ja? Und hab aber dann verstanden, wie es funktioniert, hab dann meine Abiturprüfung mit 1,0 abgelegt und mein Schnitt insgesamt noch auf 1,4 runtergezogen. Ja, das heißt, all diese Dinge funktionieren. Und das ist einfach die Sache, die ich dir mitgeben möchte und was mir auch einfach das ganze persönliche Coaching mit den ganzen Oberstufenschülern auch gezeigt hat, dass Verbesserung sowohl vom Notensprung her, als eben auch wie du dich fühlst, ob du gestresst bist, unter Druck bist oder ob du Spaß an der Schule hast, ob du dich gut fühlst, ob du glücklich mit dir selbst bist, dass all diese Sprünge möglich sind. Und all diese Sachen habe ich schon in so vielen Facetten für so viele Oberstufenschüler gelöst. Und wenn du das merkst und dann zum Beispiel auch Bock hast, persönlich mit mir zusammenzuarbeiten, dann trag dich sehr gerne bei uns für unser Coaching ein. Dann können wir da schauen, ob das Ganze Sinn macht, dass wir da gegebenenfalls auch auf persönlicher Ebene zusammenarbeiten. Deswegen kannst du dich dafür sehr, sehr gerne einfach im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch im ersten angepinnten Kommentar da einfach draufklicken und dann eintragen bzw. bewerben. Wird mein Team mit dir sprechen, wie wir dir da konkret weiterhelfen können, und dann sehen wir uns vielleicht schon sehr bald im Coaching. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.